Eine Klimakatastrophe jagt die nächste. Auch Österreich bleibt von den Treibhauseffekten nicht verschont. Energiewende heißt die Forderung, doch die Zeit scheint der Menschheit davonzulaufen. Technik alleine ist nicht die Lösung, heißt das Ergebnis eines hochkarätig besetzten Arbeitskreises des Klima- und Energiefonds in Alpbach. Technik alleine ist nicht die Lösung, sondern wir brauchen hier die geeigneten Rahmenbedingungen, aber auch soziale Prozesse, soziale Innovationen. Ich glaube, für diese Energiewende brauchen wir alle Kräfte und vor allem die Bevölkerung. Und da geht es nicht nur um Technologie. Klassische Fördersysteme hatten bei der Photovoltaik-Einführung noch Erfolge. Bei Themen wie Smart Grids, intelligenten Stromnetzen und Smart Meters, die zu einer neuen komplexen Energiewelt beitragen, endet die Möglichkeit, Verhalten der Konsumenten durch den Energiepreis oder andere rationale Impulse zu beeinflussen. Derzeit ist vieles zu kompliziert. Vieles ist so wishful thinking. Also wir müssten doch alle nur mehr erneuerbare Energie verwenden. Wir müssten CO2 einsparen. Aber wenn man von vornherein in Innovationsprozesse die User, die Konsumenten einbindet, dann könnte das viel mehr Spaß machen und wäre besser in unseren Alltag integrierbar und nicht so mühsam. Das Wort Verführung liebe ich hier nicht, weil ich glaube, wenn man Citizens, Users, Bürger, wie immer man das nennt, involviert, die sind gescheiter, als wir oft glauben. Also die Leute sind smart. Das Schlagwort dazu heißt Open Innovation. Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie dazu. Doch eine Energiewende benötigt die Mitwirkung der gesamten Bevölkerung. Technik alleine führt nicht zum Ziel. Die Psychologie empfiehlt Anreizsysteme wie Nudges, um den Konsumenten zum Sparen anzuschubsen, etwa durch soziale Normen. Soziale Normen sind tatsächlich ein sehr wichtiges Verhaltensregulativ. Wenn man nicht selbst die Zeit aufbringen will, alle Informationen, die notwendig wäre, um eine beste Alternative zu wählen, zu sammeln. Wenn es um den Konsum von Energie geht, wird die Rückmeldung über den Verbrauch, den Durchschnittsverbrauch, wahrscheinlich diejenigen, die mehr verbrauchen als ein durchschnittlicher Haushalt, dazu anreizen, den Verbrauch zu reflektieren und ein bisschen zu sparsamer zu sein. Facebook und Co. können also einen großen Beitrag zum Transport dieser sozialen Normen liefern. Mit Influencern hat das sehr viel zu tun. Es gibt Menschen, die sagen wir mal, für bestimmte Themen unsere Vorbilder sind oder die Experten, auf die wir vertrauen. Die kann man über Social Media, über digitale Plattformen einfach einer breiten Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Die Vorbilder oder die großen Geschichten oder Teil von einer Bewegung zu sein, ja, das muss einem attraktiv gemacht werden. Das darf nicht nur Geld kosten. Da geht es eigentlich im Grunde genommen um eine sehr komplizierte Verführung. Zum Beispiel, wenn ich so mal auf meine Quando-App schaue, wenn ich mich bewege durch Wien, durch Salzburg, durch Linz oder international, möchte ich eigentlich auch sehen, wie viel CO2-Footprint es ist. Was ist immer die günstigste Wahl? Vielleicht würde ich manchmal umsteigen auf andere Verkehrsmittel, wenn ich die Bilanz sehen würde. Also vielleicht möchte ich dann auch Belohnungspunkte haben in irgendeiner Form und am Ende irgendeine coole Interaktion mit anderen. Also Gamification, dort sind wir dann eigentlich. Weltuntergangsszenarien helfen nicht. Der Mensch und seine Wünsche und Bedürfnisse bilden den neuen Schlüssel zur Energiewende. Wir nehmen mit, dass wir im Bereich der Social Media aktiver werden sollen und müssen. Wir nehmen aber auch mit, dass wir die Best Practices stärker in den Vordergrund, vor den Vorhang ziehen. Wir nehmen mit, dass wir auch über Erfolge reden müssen. Und wir nehmen mit, dass wir auch ein positives Bild zeigen müssen und wo der Einzelne dann Zugänge finden kann. Und diesen Zugang, den Einzelnen, da hakt es noch und da ist meiner Meinung nach wirklich noch Forschungs- und Wissenschaftstätigkeit notwendig. Oder stupsen. Aber ich bin ja auch körperlich ganz kräftig, also ich stehe auch zum Stupsen bereit. Die Energiewende ist möglich. Der Klima- und Energiefonds kann richtungsweisende Impulse setzen. Letzten Endes liegt die Verantwortung für eine nachhaltige Energiezukunft aber bei jeder und jedem Einzelnen von uns. Und das tagtäglich.